Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und diesmal reden wir über das iPhone 5 2011 gerade begonnen und jetzt natürlich immer wieder Gerüchte, kommt das neue iPhone 5 dieses Jahr oder nicht? Dann das gleiche noch mit, natürlich mit dem iPad 2, aber darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Aber reden wir jetzt mal über das iPhone 5. Und da sind ziemlich viele Gerüchte aufgetaucht, worüber ich mir jetzt gerne mit euch hier sprechen möchte. Als erstes mal dieses Bild hier. Sehen wir das Ganze hier so könnte das iPhone 5 aussehen. Muss es natürlich nicht. Das ist natürlich alles wie nur ein Gerücht. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das so aussieht oder nicht. Aber man kann sich so etwas orientieren daran. Was wir sehen bei dem Bild, ähm, dass das Ganze etwas mehr alles abgerundet ist. Auch ähm, die Rückseite. Und wir können davon ausgehen, dass es natürlich wieder eine FaceTime-Kamera gibt, wenn man hier aussieht. Und natürlich hinten die Kamera ist auch klar und hier kein Blitz zu sehen. Aber ich denke mal, dass auch wieder ein LCD-Blitz dabei sein wird. Dann sieht man hier vorne bei den Home-Button ist ein, das ist ein Touchscreen und nicht mehr zum Reindrücken. Davon werde ich auch mal ausgehen, dass es das Ganze gibt, weil bei den neueren Handys und Modellen das eigentlich zum Standard gehört. Und ich hoffe mal, dass es dann nicht so welche Probleme gibt wie bei den anderen ganzen Handys, weil wenn man irgendwelche Spiele spielt, sagen wir zum Beispiel Fruit Ninja, das ist das Beispiel, was ich so ähm, weiß, wenn man da hin und her wischt und dann aus Versehen auf den Home-Button kommt, während man das Ganze spielt, dann hat man doch einige Probleme und dann denke ich mal, wie das Spiel auch ausgehen. Das könnte ein Problem mit so einem äh, Touchscreen. Button sein. Mal schauen, vielleicht macht auch Apple auch wieder ein normales Ding dahin. Wer weiß das schon? Dann zum Aussehen jetzt noch weiter. Das kann ich jetzt so weiter nicht beurteilen, weil dieses Bild hier, ich denke mal, ob es so aussehen oder, äh, wird oder nicht, das äh, wissen wir ja nicht. Dann zu den weiteren Gerüchten. Als erstes soll das neue iPhone 5 dann diesen sogenannten LTE-Netze unterstützen, also diese sogenannten 4G-Netze die ja, ähm, ich die, glaube dieses Jahr auf den Markt gekommen sind und nicht ganz ausgereift sind und dann soll man damit 20 mal schneller im Internet surfen können wie jetzt. Sind wir mal gespannt, was diese Netze so bringen. Dann ähm, weiteres du Gerücht, dass es eine Multi sim karte geben soll. Mit dieser Multisim-Karte braucht man nicht mehr diese ganz normalen Karten, diese SIM-Karten, sondern es ist so eine Multisim, wo dann alles abgespeichert ist von dem Netzbetreiber. Mit einem Flash-Speicher drin. Das ist natürlich wieder so eine Sache für sich, ob man so ein Ding in sein Handy haben will, wenn irgendwas Zeug alle vom Netzbetreiber da drauf ist. Aber Vorteile gibt es natürlich auch, dann kann man bestimmt sogar online oder anderswo einfach sofort mit seinem Handy anschließen, vielleicht sogar über iTunes und dort sein Netzbetreiber oder seine ähm, Telefonnummer auswählen. Das könnte vielleicht gehen und so seine Verträge verändern oder halt ähm, sofort. Ähm, beantragen kann, ohne so eine extra SIM-Karte zu kaufen und warten, bis sie per Post kommt oder weiteres. Als nächstes dieses Near Field Communication. Das soll sowas sein wie Bluetooth, aber nur noch eine geringere Reichweite wie Bluetooth. Und das soll dann ähm, mit dem Handy halt verbunden sein und dann kann man zum Beispiel in einen Laden gehen und an der Kasse einfach mit diesen Bluetooth-ähnlichen Verbindung bezahlen. Das ist also ist das Handy dann sozusagen mit einer Checkkarte oder mit seinem Konto oder mit einer Kreditkarte verbunden und damit kann man halt dann an der Kasse irgendwelche Artikel bezahlen und braucht nicht äh, lästiges Kleingeld oder weiteres Sachen mitnehmen. Ist natürlich dann wieder so eine Sache für sich, ob man sowas alle hacken kann. Natürlich soll dieses eine ganz geringe Reichweite haben, sodass man da nicht irgendwie zugreifen kann, aber das ist ähm, alles ziemlich unsicher, meiner Meinung nach. Und muss man einfach mal abwarten. Als nächstes soll das ganze iPhone 5 eine Full HD-Videos also HD machen können. Das heißt 1920 x 1080. Halt Full HD unterstützen, wie man hier auch liest. Und soll eine 8-Megapixel-Kamera bekommen. Alles wie gesagt nur Gerüchte. Und äh, wir werden mal schauen, ob das Ganze dann kommen wird. Das ist natürlich dann mehr wie beim iPhone 4 an Megapixel sein wird, ist vorauszusehen, weil das normalerweise immer so ist. Man muss natürlich mit den anderen Handys mithalten. Dann soll das Ganze ein Solarscreen irgendwie bekommen. Das heißt, irgendwie so eine Solarzelle soll da eingebaut werden, um den Akku zu schonen. Aber ich glaube, die Technik ist noch gar nicht so ausgereift, dass man das da einbauen kann so richtig. Weil so gar nicht so eine Fläche da ist, wo man das einbauen kann. Und ich denke mal, dass es auch viel zu teuer sein würde, so eine Solarzelle in das Handy einzubauen. Und das kann man sich dann, glaube ich, gar nicht mehr leisten. Dann soll es einen neuen ähm, Touchscreen geben, eine neue ähm, Verbesserung, also eine neue Technik geben, womit man dann, normalerweise kann man jetzt nur mit seinen Fingern, also nicht mit Handschuhen oder Ähnliches, den Multitouchscreen bedienen und dann kann man auch mit Handschuhen und weiteres ähm, sein Gerät bedienen. Vielleicht dann auch besser und präziser alles, äh, müssen wir mal abwarten. Dann soll das Handy ähm, auch noch teurer werden. Weil irgendwas äh, mit, der, mit den Rohstoffen und weiteres neue Sachen verbaut werden. Alle tolle neue Sachen, die super mega teuer sind. Äh, Apple ist ja immer etwas teurer und ich denke mal, dass das Handy iPhone 5 dann auch teurer sein wird wie das iPhone 4. Ist natürlich alles abzuwarten. Und das waren die zurzeit neuesten Gerüchte über das iPhone 5. Schreibt einfach mal in die Kommentare unten drunter, was ihr davon haltet. Ob das alles nur Quatsch ist oder, oder wie ihr das findet. Und ihr könnt auch noch reinschreiben, was ihr gerne am iPhone 5 Neues haben möchtet und wenn diese Gerüchte hier alle ähm, zutreffen, ob ihr euch so ein iPhone 5 kaufen werdet oder nicht. Das zum iPhone 5 und zu den Gerüchten. Natürlich werden immer die neuesten Gerüchte und News auf meinen Channel hochgeladen, also abonnieren lohnt sich. Macht einen Daumen hoch dafür für dieses Video und natürlich schön bewerten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.